12 Runden. Veranstalter Micky Duff und Wilfried Sauerland, 7000 Zuschauer. Und im Ring der Herausforderer Juka Boy Thulane Malinga aus Südafrika. Sein Kampfgewicht 75,2 Kilogramm und sein Coach Morris Towell. Zuschauer natürlich gespannt. Sie wissen, im Vorfeld, meine Damen und Herren, gab es große Diskussionen über diesen Sportler aus Südafrika, der gestern beim Wiegen immer wieder in den Vordergrund stellte. Er ist Sportler, er will Weltmeister werden. Mit Politik hat er nichts zu tun. So sehen wir das auch. Es gibt Applaus für seinen Manager und Berater, Morris Towell, ein Mann, der an den Rollstuhl gefesselt ist. Und dann wird er empfangen, der Weltmeister aus Berlin. Und sie mögen ihn, die Berliner, daran gibt es keinen Zweifel, er hat sich mit seinen Erfolgen in die Herzen dieser Zuschauer geboxt. Sein Kampfgewicht 76,2 Kilogramm. Eine tolle Stimmung in der Deutschlandhalle. Und lassen Sie uns nicht vergessen, seinen Trainer Wolfgang Wilke, Boxtrainer des Jahres 1988. Ja, das hoffen natürlich die 7000 und alle, die gekommen sind, dass dieser Titel in Berlin bleibt. Bruder von Graziano, der demnächst einen WM-Kampf erhalten wird. Der Neu-Berliner kommt aus Rüsselsheim und er boxt demnächst in Budapest um die Europameisterschaft. Erstmals nach diesem traurigen Unglücksfall der Familie Scholz ist Bubi Scholz in den Ring gerufen und der Applaus überwiegt, wenn es auch Pfiffe gab. Hier ist er. Der ehemalige Europameister im Mittelgewicht, Gustav Bubi Scholz. Und sie mögen ihn, die Berliner, wenn auch nicht alle. Zum Abschluss der Vorstellung im Ring Gerhard Hecht, der mehrfache Deutsche und Europameister. Weißhaarig ist er geworden, aber ansonsten ein beliebter Mann, überall, wo er auch als Aktiver aufgetreten ist. Und jetzt so lassen Sie mich noch etwas sagen zum Ringrichter. Er kommt aus den USA, Sam Williams. Ein international erfahrener Referee und als Punktrichter fungieren. André van Grotenburg aus Belgien. William James aus den USA. Und aus der Bundesrepublik Deutschland Heinrich Mümert.
Der IBF-Delegierte ist der Präsident der IBF, John Robinson aus England. Die technische Leitung zu diesem WM-Kampf haben Peter Bedewitz Berlin und Jean-Marcel Narz aus Mannheim. Als Ringärzte fungieren Dr. Walter Wagner und Dr. Walter Herpich, beide aus Erlangen. Vorstellungszeremoniell, Sie sehen die Prominenten im Ring und Matchmaker Ebi Tust ist dabei. Und auch ein Nummerngirl darf nicht fehlen. Informationen über die Kämpfer darf ich Ihnen dann gleich nachreichen mit Beginn der ersten Runde. Noch einmal die Gewichte. Das ist der Weltmeister, Graziano Rocchiciani aus Berlin. In Rheinhausen geboren und mit den Eltern dann nach Berlin übergesiedelt. Hier ist er groß geworden. Und das ist der Unparteiische aus den USA, Sam Williams. Ringfrei zur ersten Runde. Nun sind sie gespannt, die 7000 in der Berliner Deutschlandhalle. Und für Graziano Rocchiciani wird es die erste große Börse in seiner Boxlaufbahn sein. Man spricht von circa einer Viertelmillion. 250.000 D-Mark für diese Titelverteidigung gegen den Mann aus Südafrika. Es gibt natürlich sehr viele Prominenz am Ring, von Walter Hauft, einem früheren Schwergewichtsprofi aus Berlin, angefangen über Mike Wissenbach, den deutschen Meister im Supermittelgewicht seit 1988. Willi Ziller ist aus Österreich angereist, der frühere Promotor und Veranstalter. Kurt Halbach ist am Ring und als Delegierter des Deutschen Berufsboxverbandes dabei, der Mann, der Deutschlands erfolgreichster Ringrichter ist. Mit 95 deutschen Meisterschaften, mit 53 Europameisterschaften und 17 Weltmeisterschaften. Heng Ruhling haben wir gesehen aus den Niederlanden, der Boxpapst Europas. Und wir haben Horst Benedenz, den ex-deutschen Meister im Schwergewicht, ebenso wie Peter Klaus Gumper, den deutschen Ex-Meister im Halbschwer in den Jahren 62 bis 65. Lado Taubeneck, der ehemalige Trainer von Bubi Scholz und Gerhard Piaskowi, aus dem Krankenhaus mit Urlaub auf Ehrenwort, er sitzt am Ring. Bekannte Prominenz aus Kultur, Politik und Schauspiel, Kunst sind vertreten, ebenso der Ex-Europameister Gerhard Piaskowi. Er war 1969 bereits Boxer des Jahres, der erste deutsche Boxer, der im Ausland, in Italien, einen Europameistertitel mit in die Bundesrepublik brachte. Und nicht zuletzt Frank Reiche aus Berlin, der mehrfache deutsche Meister im Mittelgewicht. Ja, zu den Kämpfern zunächst, beide sehr abwartend, vorsichtig, aber Graziano Rocchiciani überlässt natürlich nicht die Initiative dem Herausforderer, sondern er stellt sich, er fightet. Die Haare hat er sich goldblond färben lassen und in der ersten Runde ohne besondere Vorkommnisse, kann man sagen, ausgeglichen. Hier sitzt er mit seinem Trainer, mit Wolfgang Wilke, der auch so ein wenig väterlicher Betreuer ist. Und die
Die zweite Runde ist angesagt. Der Südafrikaner Thulane Shukaboy Malinga, er kommt aus Südafrika, in Zulu. Er ist geboren am 11. Dezember 1959 in Natal, hat 28 Profikämpfe ausgetragen. Bei 25 Siegen verzeichnet seine Bilanz 12 K.O.-Siege. Und der Weltmeister, der IBF-Weltmeister Graciano Orchiciani aus Berlin, geboren am 29.12.1963 in Rheinhausen, ich sagte es bereits, 26 Profikämpfe, 26 Siege, davon 13 K.O.-Siege. Also eine unbefleckte Bilanz. Mehr kann man nicht erreichen, 26 Mal im Ring, 26 Mal ihn als Sieger verlassen. Ja, die zweite Runde, ein bisschen ein emsiger Beginn des Herausforderers, das muss er auch bringen. Denn er ist der Herausforderer und er muss das Tempo machen, er muss es bestimmen. Am 11.03.1988 hat Rocchiciani in Düsseldorf den Titel gewonnen in der achten Runde durch einen technischen K.O. gegen Vinzenz Bulwa. Und dann hat er zweimal seinen Titel erfolgreich verteidigt. Und Sie sehen, er trifft. Und seine Schläge zeigen Wirkung bereits in der zweiten Runde. Er hat ein gutes Auge, der Berliner Junge. Am 3. Juni 1988 gegen Nick Walker wurde er Punktsieger über 15 Runden. Und am 7. Oktober in der Berliner Deutschlandhalle gegen Chris Reit durch technischen K.O. in der 11. Runde. Und auch hier lässt er keinen Zweifel aufkommen. Ihm gehört bereits die zweite Runde, daran gibt es keinen Zweifel. Und Sie haben es gehört, ringfrei, Runde 3. Das Präsidium des Bundesdeutscher Berufsboxer mit dem Präsidenten Klaus-Peter Kohl aus Hamburg und den beiden Vizepräsidenten und Schatzmeister Kurt Halbach aus Karst und Hans Höfner aus Mainz. Alles ist natürlich am Ring vertreten mit viel Prominenz, wie ich bereits erwähnt habe. Dabei auch als Delegierter des Bundesdeutscher Berufsboxer Hans-Jürgen Pedersen, ein Veranstalter aus Hamburg. Zeitnehmer Gerd Rietenauer aus Frankfurt und Kurt Holz aus Berlin. Das sind die Offiziellen bei diesem WM-Fight hier in der dritten Runde. Rocchiciani abwartend mit einer geschickten Doppeldeckung vor dem Kopf.
und der sich ständig abbückende Tulane Malinga sieht hier keine Möglichkeit des Durchkommens, zumindest jetzt noch nicht. Der Südafrikaner hat natürlich seine Erfolge im eigenen Land in erster Linie errungen. Er ist nicht hinausgegangen, was natürlich für den Weltmeister auch Gültigkeit hat im Moment. Aber es ist natürlich die Frage, der mehrfache südafrikanische Meister der Profis, wie kann er bestehen im Ausland? Zweimal hat er erst nach Punkten verloren und eine Disqualifikationsniederlage hinnehmen müssen, ansonsten Erfolg. Ja, Runde 3 zu Ende und ja, die Mienen der Betreuer sind eigentlich sehr zuversichtlich. Ein guter Referee darf ich hier gerade mal einfügen, der Mann aus den USA. Ein international erfahrener, beliebter und anerkannter Mann. Und es beginnt die vierte Runde. Zufriedene Mienen also. Man sieht den Deutschen ständig auf dem Vormarsch. Man weiß, er ist gewillt, noch lange diesen Titel, diesen IBF-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht zu behalten. Und ich glaube auch nicht, dass er sich auf irgendwelche Spielchen einlässt. Schnelles Schlagrepertoire, rechts, links, rechts. Und Chukwuebonyi Malinga, er sieht zwar sehr athletisch und drahtig aus, aber er boxt ein bisschen umständlich gegen den Weltmeister. Und sie schauen ständig wie eine Katze abgeduckt nach unten. Und man erwartet da eigentlich ein Eingreifen des Ringrichters, der um ihn herum tänzelt. Es ist schwer zu treffen für Rogician. Aber natürlich hat er sich mit seinem Trainer, mit Wolfgang Wilke, ein Konzept ausgearbeitet. Und man wird sehen, in den seitherigen Kämpfen hat ihm sein Konzept und seine Machart recht gegeben. Ja, das sind keine Treffer, das sind Schläge auf die Deckung. Und Graziano kommt immer wieder zum Kopf und zum Körper des Gegners. Schön. Die Linken sitzen meist als Körpertreffer. Und der Kratze, wie ihn die Berliner nennen, er legt immer wieder Kampfpausen ein. Ja, das Ende der vierten Runde und es gibt keinen Zweifel daran, dass der Berliner
der Weltmeister schon ganz klar nach Punkten führt. Aber natürlich wollen die Berliner ihn entscheidend siegen sehen. Denn sie wissen, so stark kann dieser Mann aus Südafrika nicht sein. Runde 5. Wenn ich von einer ausgeglichenen ersten Runde einmal absehe, waren die anderen drei Runden ganz klare Punktvorteile für den Berliner. Verzweifelnd jetzt vereinzelte Angriffe des Südafrikaners Tulane Malinga, aber Graziano ist damit nicht zu erschrecken. Ja, da ist an den Handschuhen etwas nicht in Ordnung. Sam Williams hat es moniert. Die Berliner sehen natürlich sofort eine taktische Maßnahme der Verzögerung, aber das wollen wir dem Gast aus Südafrika nicht unterstellen und Graziano muss in die neutrale Ecke. So schreibt es die Regel vor und Williams achtet auch darauf. Die Uhr war angehalten und weiter geht es in Runde 5. Soweit man in dieser Runde ein Fazit schon einmal ziehen kann, waren die Kämpfe gegen Nick Walker und gegen Chris Wright natürlich härtere Arbeit für den Weltmeister, aber man weiß ja nicht, was noch kommt. Vor welche Aufgaben er noch von Seiten des Südafrikaners gestellt wird. Er war in seinem Trainingslager gut vorbereitet, er hatte sehr gute Sparringspartner, auch Nelson Alex Alves gehört dazu und ab der nächsten Woche wird auch José Varela sich in Berlin vorbereiten bei Wolfgang Wilke, ein Mann, der sich als Trainer und Betreuer, das muss man hinzufügen, ganz nach vorne gearbeitet hat. Und wie man weiß, sind Boxer, Profiboxer in den jungen Jahren gar nicht so ganz einfach zu lenken und zu führen, aber Wolfgang Wilke scheint den richtigen Ton, den richtigen Weg gefunden zu haben. Das sind alles Schläge auf die Deckung, links, rechts, Haken, Graben, die gar nicht zählen. Die Berliner wollen natürlich mehr von ihrem Weltmeister, von ihrem Graziano Rocchigiani. Und auch in dieser fünften Runde ganz klare Vorteile für den jungen Mann aus Berlin. Aber es ist noch nicht das Gelbe vom Ei, um es einmal in dieser Sprache auszudrücken. Runde 6. So haben die Berliner ihren Graze noch nicht gesehen in einem neuen Outfit, ganz in Gold, Schuhe, Hose, Haare. Aber natürlich blicken sie in erster Linie auf die Leistung. Vielleicht
Vielleicht ist es in der Vorstellung vorhin etwas untergegangen. Ich darf Ihnen noch einmal die verantwortlichen Punktrichter nennen. William James aus den Vereinigten Staaten, André van Grotenburg aus Belgien und Heinrich Mümmert aus Winslaken in der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, dann haben Sie das Sagen und Sie werden dann entscheiden, was Sam Williams als Ringrichter dann beurteilen kann. Physisch und psychisch bin ich voll auf der Höhe, so die Worte von Graziano Rocchiciani gestern beim Wiegen im Hotel Hamburg. Aber nun warten natürlich die 7000 hier in der Deutschlandhalle sehr begehrenswert auf mehr Dampf des Weltmeisters. Aber nur Gott, man kann es ihm eigentlich gar nicht so sehr verübeln. Er tut nicht mehr, als er muss. Er kann seine Kräfte einteilen. Der Südafrikaner ist ungefährlich und harmlos, bis jetzt zumindest. Und Graziano Rocchiciani bestimmt das Geschehen hier im Seilgeviert. Aber Sie sehen, sofort, wenn er angreift, kommt Stimmung auf in der Deutschlandhalle, in diesem ehrwürdigen Haus. Ja, und auch in der sechsten Runde, meine Damen und Herren, Punktvorteile für den Berliner. Aber es könnte mehr sein. Runde 7. Runde 7 könnte es eine ominöse siebte Runde werden. Wir wollen abwarten. Da wurden schon einige Kämpfe und auch Weltmeisterschaften entschieden. Nach der einen oder anderen Seite. Angesetzt ist der Kampf auf 12 Runden. Früher waren es deren 15, aber das hat man aus dem Reglement herausgenommen. Ja, tritt schön. Körper und Kopf. Links, rechts, dritte Hand ruft man immer wieder aus der Ecke des Berliners. Und da wirken die Schläge von Sugarboy Tulane Malinga mehr als Streicheleinheiten, als sie Gefahr bringen könnten. Immer wieder diese abgeduckte Stilart des Südafrikaners, die Graziano doch ein wenig vor Probleme stellt. So wollen Sie ihn sehen, so muss er kommen. Aber es ist noch ein wenig, zu betont defensiv. Der Kopf ist zu tief und ich hätte eigentlich erwartet, dass Sam Williams als so international erfahrener Mann hier ein paar harte Worte spricht. Er tut es nicht. Er lässt den Südafrikaner gewähren. Ja.
Aber das erschwert natürlich die Arbeit für den Weltmeister, für Graziano Rocchiciani. Ja, der deutsche Berufsboxsport ist in den letzten Jahren gerade durch die Brüder Rocchiciani, Ralf und Graziano wieder hoffähig geworden. Natürlich hat auch José Varela dazu beigetragen und einige andere in den deutschen Gewichtsklassen. Nach den goldenen 60er Jahren ein Boom im Berufsboxsport und hoffentlich bleibt er lange erhalten. Ja, da wurde ein wenig moniert. Handschuhe wieder auf. Der Weltmeister steht schon bereit. Die achte Runde. Wilfried Sauerland, der Unternehmer, er hat viel für den Berufsboxsport getan. Er hat sich einen eigenen Stall gegründet. Er veranstaltet mit Mickey Duff in Gemeinsamkeit und er hilft den Boxern, dass sie ein gutes Auskommen haben. Aber sie müssen fleißig sein, sonst zieht er sofort die Hände zurück, um es einmal so zu formulieren, und dann sieht es meist nicht so sehr gut aus. Aber die Rocchiciani-Brüder wissen, um was es geht. Sie wollen nach oben, sie wollen ans große Geld, das ist kein Geheimnis. Und das können sie nur durch Leistung erreichen. Und da will ihnen und wird ihnen Wilfried Sauerland dabei helfen. Und auch einige oder viele andere. Ja, der Ringrichter moniert fast den Boxstil von Graziano, obwohl der Südafrikaner immer mit dem Kopf nach unten geht. Schauen Sie, bei jedem Angriff geht er mit dem Kopf voran, ganz tief geduckt, und das ist sehr schwer, einen solchen Mann zu boxen. Wie man aus dem Lager des Südafrikaners erfahren hat, hat er sich einige Kassetten des Weltmeisters angeschaut. Und er ist immer wieder in der Lage, auch die Auslage zu ändern, um seinen Stil zu erschweren. Das heißt, die Aufmerksamkeit von Graziano Rocchiciani abzulenken. Ja, schauen Sie. Das sind Streicheleinheiten, da ist nichts dahinter, da ist kein Dampf drauf. Da haben einige Schläge von Graziano Rocchiciani schon mehr Wirkung gezeigt. Auch die achte Runde, ganz klare Punktvorteile für den Weltmeister, und die neunte Runde wird eingeläutet. Ja, noch vier Runden Zeit bleibt beiden. Ja, fast möchte ich sagen, ein wenig mehr Farbe außer ihrer Kleidung und Hautfarbe in das Gefecht zu bringen.
Ich weiß nicht, was mit dem Weltmeister los ist. Der ist nicht so explosiv wie in seinen vorherigen Titelverteidigungen. Ja, und der Südafrikaner, er bleibt Leistung schuldig hier in der Deutschlandhalle zu Berlin. Schläge auf die Deckung. Ja, immer wieder ermahnende Worte an Graziano, die völlig unangebracht sind. Er versucht auch meist aus der Halbdistanz zu bleiben und auf Distanz zu boxen mit Geraden, aber das wird gar nicht honoriert. Tulane Malinga kommt immer wieder an ihn heran, er klammert, er hält ihn fest und immer wieder dieses abgebückte, unschöne Boxen von Seiten des Südafrikaners. Er weiß gar nicht, wo er hinschlagen soll. Vielleicht mit Haken sollte es der Weltmeister versuchen. Was nur hin und wieder einmal aufblitzt. Nichtssagende Rundumschläge des Farbigen aus Südafrika. Etwa 200 Demonstranten hatten sich vor der Deutschlandhalle eingefunden, um gegen das Apartheidsgesetz zu demonstrieren, aber ansonsten blieb es in und um die Halle sehr ruhig. Die Ordner hatten dies völlig im Griff. Und für meine Begriffe wurde auch in den Medien zu viel Raum gegeben für die politischen Machenschaften in diesem Land. Und man ist weniger auf den sportlichen Wert eingegangen. Graziano Rocchiani war bereit zu sagen, ich boxe und ich will nur vom Boxen hören und lesen. Und hier beginnt die 10. Runde. Und da fällt mir immer wieder ein, dass selbst Boris Becker, unser Tennis-Champion, von der UNICEF als Botschafter abgelöst wurde, weil er als 14-Jähriger einmal an einem Turnier in Johannesburg teilgenommen hat. So ein Blödsinn politischer Art in den Sport hineingetragen. Drei Runden noch. Und wenn hier nichts Außergewöhnliches passiert, wird der Berliner seinen IBF-Weltmeistertitel im Supermittelgewicht behalten. Und zum dritten Mal diese nun schon peinlich wirkende Szene des gelösten Handschuhs. Dafür sollten die Betreuer doch ein wenig Sorge tragen, dass dies nicht vorkommt. Man bringt auch den Gegner aus dem Konzept, zumal es eh nicht so ganz gut läuft, so wie der Berliner sich das sicher vorgestellt hat. Versuch, Rocchiani das Ziel zu treffen, das heißt durch die Deckung zu kommen, aber er ist schwer, schwer zu boxen. Der Mann aus Südafrika mit einer unorthodoxen Art, ein Stil, den man in deutschen Ringen gar nicht so sehr kennt. Sie schauen.
Rocchiciani. Mit Sicherheit ist er bereit, den Kampf vorzeitig zu beenden. Er will es. Und er weiß auch, dass der Gegner ihn mit Sicherheit so nicht gefährden kann. Wobei man dem Südafrikaner sagen muss, nachdem er gestern in der Pressekonferenz noch einmal den Journalisten zugerufen hat, ich möchte Weltmeister in Berlin werden, dafür tut er zu wenig. Ich möchte fast sagen, dazu kann er zu wenig. Ja, die 10. Runde ist zu Ende. Und Graziano Rocchiciani mit einem für mich uneinholbaren Punktvorsprung. Und so beginnt Runde 11. Jetzt ist der Kampf auch noch ein wenig langsamer geworden. Vieles, fast alles spielt sich in der Ringmitte ab. Ich habe mich vor dem Kampf mit Wilfried Sauerland unterhalten und er stellt in Aussicht, dass Graziano Rocchiciani noch in diesem Jahr noch ein oder zweimal seinen Titel in der Bundesrepublik Deutschland verteidigen kann und soll, um noch einmal zu partizipieren von dem etwas größeren Geld, von erfreulich guten Gagen. Ob er in diesem Jahr schon ins Ausland geht, um einen Titelfight auszutragen, weiß man nicht. Es ist ungewiss, aber die Berliner werden ihn in diesem Jahr noch einmal wiedersehen. Mindestens noch einmal. Und mindestens noch einmal wollen ihn jetzt eigentlich die 7000 sehen, dass er noch einmal angreift. Trotz seiner ganz klaren Punkteführung, die wir natürlich den Punktrichter nicht vorwegnehmen wollen, aber wir haben ja selbst mitgepunktet und wir sind der Meinung, er führt uneinholbar und könnte nur noch durch einen K.O.-Schlag seinen Titel verlieren. Ich weiß nicht, ob der Südafrikaner sich schon damit abgefunden hat, hier zwar ehrenvoll aus diesem Ring zu klettern, aber ohne einen Titel mitnehmen zu können, oder ob er alles noch einmal einsetzen möchte in der letzten Runde. Jetzt gibt es vereinzelt Pfiffe. Sie sehen Graziano Rocchiciani überhaupt nicht gezeichnet. Man sieht ihm nichts an. Und das Nummerngirl hat die Ziffer 12 gezeigt. Die 12. und letzte Runde in diesem IBF-Weltmeisterschaftskampf in der Deutschlandhalle zu Berlin im Supermittelgewicht. Ja, und man kann nicht von einer Enttäuschung sprechen, man kann nur sagen, wir haben von dem Weltmeister schon bessere Kämpfe gesehen. Noch 3 Minuten bleiben dem Herausforderer
an den Titel heranzukommen, um diesen IBF-Weltmeistergürtel sich umlegen zu können, aber es gleicht fast einem Märchen, würde ich davon weitersprechen. Ein paar Körpertreffer unmaßgeblich, ohne Wirkung und Schlagkraft. Auch wenn er sich noch so gut auf den Beinen gibt, der Mann aus Südafrika. Der Kampf war fair, trotz allem. Er war anständig geführt. Wenn man von der gebückten Haltung des Herausforderers einmal absieht, mit der er immer wieder mit dem Kopf an den Körper von Rogiciani herangeht. Und jetzt gibt der Weltmeister noch einmal ein paar Passagen seines Könnens, aber er bremst sofort wieder seinen Angriffsmut. Im Anschluss an diesen Weltmeisterschaftskampf noch einmal ein Kampf angesetzt auf 8 Runden im Schwergewicht, der wegen Live-Übertragung und Zeitverzug der Vorkämpfe im Anschluss an diesen WM-Fight stattfinden muss, sonst wäre er vorgezogen worden. Ja, die Schlussphase, die letzten Sekunden mit Graziano Rogiciani im Angriff. Ja, nun klammern sie natürlich beide. Es hat dennoch Kraft gekostet, diese 12 Runden. Daran gibt es keinen Zweifel. Und sie sehen unkontrolliert die letzten Schläge des Südafrikaners, der auch nicht mehr treffen kann. Jetzt selbst die Deckung nicht mehr. Und Rogiciani weicht aus, er will natürlich kein Risiko mehr eingehen, mit Recht. Da hat er sicher Order aus seiner Ecke erhalten. Und so geht dieser Kampf zu Ende. Meine Damen und Herren, 7000 Berliner wollten mehr sehen, aber hier der Gong. Und ich bin sicher, meine Damen und Herren, bei dem Urteilsspruch der Unparteiischen, der internationalen Punktrichter, William James, USA, André van Grotenburg, Belgien und Heinrich Mümert aus der Bundesrepublik, kann der neue nur der alte Weltmeister sein, Graziano Rogiciani. Hier das Urteil. Einstimmiger Sieger nach Punkten und damit alter und neuer Weltmeister. Da gibt es vom Matchmaker Ebi Tost und von dem Präsidenten des Bundesdeutscher Berufsboxer Klaus-Peter Kohl den Meisterkranz. Ja, hier ist er. Und jetzt spricht er zu seinen Zuschauern. Ich will es Ihnen schnell übersetzen, das heißt deutlich machen, es war nicht mein schönster Kampf und Sie mögen mir vergeben, kommen Sie wieder, ich kann mehr, als ich heute gezeigt habe. Das war der Tenor, rechts im Smoking Jean-Marcel Narz und links Mickey Duff, der Mitveranstalter mit Wilfried Sauerland und Jean-Marcel Narz, der technische Leiter. Ja, er erhält noch von der Fachzeitung Boxsport von Johnny Bieber, dem Chefredakteur und Verlagsleiter und Verantwortlichen, den Pokal für die Wahl zum Boxer des Jahres. Dies war er auch schon im vergangenen Jahr. Hier die Wertung der einzelnen Punktrichter. William James aus den USA,
117. William James USA 117 für Rogiciani. André van Rotenburg aus Belgien. André Rotenburg aus Belgien, 119 zu 113 für Rogiciani. Der Deutsche Heinrich Müllert. Heinrich Müllert. 119 zu 112 für Rogiciani. Also eine ganz klare Angelegenheit, klarer Sieg für Graziano Rogiciani. Jetzt natürlich überall die Kameras, die Reporter und die Medien, auch der Zeitungen mit Interviews und Kurzinformationen. Das war's, meine Damen und Herren, und wir behalten den Weltmeister.